Es ist der 28. Juni in diesem Jahr. Bei einem Einsatz machen Polizeibeamte Gebrauch eines Tasers. Erstmals in Schleswig-Holstein. Es fallen zwei Schüsse. Es gibt drei Stromstöße. Am Ende sind neben dem mutmaßlichen Täter auch zwei Beamte verletzt. Dieser Fall ist nun Thema im Innen- und Rechtsausschuss. Mehr dazu gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 12. Juli. Ich bin Anna Rüb und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Nach erneutem Leichenfund in der Nordsee. Wie gefährlich ist die Nordsee wirklich? Haushalt 2024. FDP und SPD ziehen vors Landesverfassungsgericht. Und Muschelsaison auf Sylt ist eröffnet. Nun kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Ende Juni kam es in Schleswig-Holstein, in Ahrensburg, zum ersten wirksamen Einsatz eines Tasers durch die Polizei. Dabei wurden auch zwei Beamte verletzt. Nun beschäftigt das Thema auch den Innen- und Rechtsausschuss. Warum? Mein Kollege Eckhard Gehm hat sich den Fall nochmal genauer angeschaut. Eckhard, was ist denn genau passiert am 28. Juni? In Ahrensburg war die Polizei gerufen worden, weil ein Mann, angeblich bewaffnet mit Messer und Schlagring, Passanten bedrohte. Er ignorierte die Anweisung der eingetroffenen Beamten, sich auf den Boden zu legen und seine Hände zu zeigen, weshalb einer der Polizisten den Taser zog. Die Elektroschockpistole, die an drehenden Pfeile verschießt, ist prädestiniert für solche Einsätze, doch hier ging dann einiges schief. Nicht nur der Täter erlitt einen Stromstoß, sondern auch eine Polizistin und ihr Kollege, offenbar in dem Moment, als sie den Täter fixieren wollten. Der lag nach dem Schuss zwar am Boden, war aber wohl nicht so kampfunfähig, wie ihn der Stromstoß eigentlich machen sollte. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke berichtete den Abgeordneten des Innenausschusses, dass in der Situation der Festnahme ein zweiter Taserschuss samt Stromschuss erfolgte und sogar noch ein dritter Stromschlag abgegeben wurde. Wie bereits erwähnt, wurden bei dem Einsatz auch zwei Polizeibeamte verletzt. Außerdem sollen zwei Schüsse und drei Stromstöße abgegeben worden sein. Jetzt beschäftigt der Fall auch den Innenausschuss. Welche Fragen hatten die Abgeordneten denn im Ausschuss und ist mittlerweile klar, warum auch die Polizisten Stromstöße abbekommen haben? Die Abgeordneten hatten viele Fragen. Warum war der Täter nach dem ersten Schuss nicht bereits kampfunfähig? Warum war ein zweiter Schuss und dann noch ein dritter Stromimpuls notwendig? Und wieso wurde bereits 2 Sekunden nach dem ersten Schuss ein zweites Paar Pfeile verschossen? Und das, wo doch der erste Impuls 5 Sekunden dauert und noch gar nicht beendet war. Bernd Koop, Leiter der zuständigen Polizeidirektion Ratzeburg, erklärte, diese Fragen könne nur der Beamte beantworten, der geschossen habe. Der sei aber noch nicht vernommen worden, da krankgeschrieben und zudem beschuldigt er in den nun eingeleiteten Ermittlungen. Er unterstelle aber, dass der Kollege beide Schüsse inklusive des dritten Stromstoßes als zur Festnahme notwendig erachtet habe. Eckhard, hat das Ganze nun Konsequenzen für die Polizeiarbeit und den weiteren Einsatz von Tasern? Vorerst nicht, da ja noch nicht klar ist, warum auch die Beamten Stromstöße erlitten haben und bei welchem der 3 abgegebenen Impulse das passiert ist. Nach jetzigem Stand geht die Polizei davon aus, dass die Beamten im Gerangel am Boden irgendwie in Kontakt mit den eigentlich isolierten Drähten gekommen sind, durch die der Strom fließt. Von einem technischen Defekt am Gerät geht man nicht aus, weshalb laut Staatssekretärin Finke der Taser grundsätzlich nicht in Frage gestellt werde. Nach der Auswertung des Einsatzes werde aber geschaut werden müssen, ob bei der Aus- und Fortbildung nachjustiert werden muss. Das war Eckhard Gehm. Danke für die Einordnung. Und nun kommen wir zu weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Die raue Nordsee birgt Gefahren. Das wissen die meisten. Ein Leichenfund auf dem Süderoogsand wirft erneut die Frage auf, wie gefährlich ist die Nordsee? Reporter Matti Gerstenlauer hat mit Experten der Seenotretter und der Polizei gesprochen. Matti, wie viele Vermisste gibt es denn derzeit? Und sind das mehr als in anderen Gewässern? Ja, so genau lässt sich das tatsächlich gar nicht sagen, wie viele Menschen gerade in der Nordsee vermisst werden. Auf Nachfrage konnte die Polizei keine Statistik nennen, die eben genaue Aussagen darüber gibt, wie viele Menschen an einem bestimmten Ort gerade genau vermisst werden. Es gibt Statistiken darüber, wie viele Menschen insgesamt in Schleswig-Holstein vermisst werden, die unterscheiden aber nicht nach geografischer Lage. Wir haben in unserer Redaktion mal nachrecherchiert und haben insgesamt 7 Fälle von Vermissten gefunden. Die sind alle in der Nordsee verschollen und das sind allerdings aber nur die Fälle, die öffentlich bekannt sind. Ist die Nordsee denn im Vergleich zu anderen Gewässern besonders gefährlich und ist die Suche nach Vermissten hier besonders schwierig? Also ob ein Meer
tatsächlich gefährlicher ist als ein anderes, das ist natürlich Betrachtungssache. In der Nordsee gibt es allerdings Strömungsrinnen, auch Seegatten genannt, die zwischen Inseln mit vorgelagerten Sandbänken und Riffbögen auftauchen. Die können vor allem für Fischkutter und Sportboote sehr gefährlich sein, weil sie die kleineren Boote hineinziehen und dort auch manchmal nicht mehr herauslassen. Besonders nach Stürmen können sich eben Untiefen auch in die Fahrwasser verlagern, was dann natürlich zu Unfällen und Unglücken führen kann. Genau diese Umstände sind natürlich dann wiederum auch für die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger eine Herausforderung, weil sie eben auch natürlich manchmal durch die Schlechte-Wetterlage noch beeinträchtigt werden. Patrick Tester-Kreitz von den Seenotrettern meinte allerdings, dass die technische Ausrüstung, die Bauart der Kreuzer und die Ausbildung der Crews das meistens kompensieren können. Matti, sag mal, gibt es denn Tipps, die Nordseebesucher und Segler beachten sollten? Also das Wichtigste, worauf man laut den Experten achten sollte, ist natürlich, dass man gut vorbereitet ist. Dazu gehören neben den einfachen Dingen wie eben Bootsführerscheine oder Erste-Hilfe-Grundkurse auch natürlich die Fähigkeit, das Wetter einzuschätzen. Einer der Seenotretter meinte, dass er lieber einmal zu wenig rausfährt als einmal zu viel, denn einmal zu viel kann im Endeffekt auch das letzte Mal sein. Es gibt vor allem auf der Website der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gibt es Checklisten und sogenannte Safety Instructions, die eben auch Neuanfängern dabei helfen sollen, sich sicherer und vor allem auch risikoarmer durch die Gewässer zu bewegen. Das war Matti Gerstenlauer. FDP und SPD ziehen vors Landesverfassungsgericht. Sie sind der Meinung, dass der Haushalt 2024, den Finanzministerin Monika Heinold aufgestellt hat, verfassungswidrig ist. Eine Überprüfung des vom Landtag beschlossenen Notlagenbeschlusses sei das gute Recht der Opposition, sagt die Grünen-Politikerin Heinold darauf. Nachdem das Bundesverfassungsgericht am Bundeshaushalt bemängelt hatte, dass die Regierung Notkredite nicht für deren eigentlichen Zweck ausgegeben hat, habe sie diese Auflagen im Landeshaushalt 2024 umgesetzt. Das prüft nun das Landesverfassungsgericht. Wann ein Urteil fällt, ist noch nicht klar. Eine tiefere Einordnung, Reaktion aus der Politik und Meinungen zur Verfassungsklage findet ihr auf sz.de. Muschelliebhaber, aufgepasst. Los geht's mit der Muschelsaison. So sind am gestrigen Donnerstag die schleswig-holsteinischen Muschelzüchter auf Sylt in die Muschelsaison 2024 gestartet. Und das recht positiv gestimmt. Es wird sowohl mit einer ertragreichen Saison gerechnet, außerdem wird eine ungewöhnlich hohe Qualität erwartet. Rund 15.000 Tonnen Muscheln könnten in diesem Jahr vor der schleswig-holsteinischen Küste geerntet werden. Das prognostiziert die Erzeugerorganisation. Auf einen solchen Wert waren die Muschelzüchter zuletzt 2019 gekommen. Ja, und der Fußballsommer neigt sich so langsam dem Ende, denn bereits am Sonntagabend findet ab 21 Uhr das EM-Finale in Berlin statt. Die Finalisten, Spanien und England, kämpfen um den Titel. Falls ihr euch darauf noch ein bisschen einstimmen wollt, empfehle ich euch hier nochmal unseren EM-Podcast, Die Suche nach dem Sommermärchen, mit unseren beiden Hosts Tilman Wrede und Sascha Bodo Sievers. Ihr findet den Podcast in unserer Audio-App, SAZ Hörbar, und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und vor allem wünsche ich euch ein fußballerisch schönes und vor allem spannendes EM-Finale. Das war's. Die nächste Folge hört ihr dann am Montag, den 15. Juli um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start ins Wochenende.